Eigentlich ist es ein Kinderspiel. Doch beim sogenannten Chase Tag sind es erwachsene Menschen, die miteinander fangen spielen. Wie zum Beispiel Enes Maslic aus Deutschland. Boah. Das ist Fangen auf einem ganz, ganz anderen Level. Mit professionellen Athleten, das Tempo ist um einiges schneller und dementsprechend auch um einiges spannender. Chase Tag wird immer beliebter. In London gab es 2018 die erste Weltmeisterschaft. Die Teams treten in mehreren Runden gegeneinander an. Jede Runde dauert 20 Sekunden. Ein Team stellt einen Fänger, das andere den Gejagten. Entkommt der Gejagte, erhält sein Team einen Punkt. Gewonnen hat das Team, das nach maximal 16 Runden die höchste Punktzahl erreicht. Für die diesjährige Europameisterschaft in London hat sich auch ein sechsköpfiges Team aus Deutschland qualifiziert. Sie nennen sich Ashigaru und sind immer dann zur Stelle, wenn Freerunner und Parkourläufer für Show-Events und Filmprojekte gefragt sind. Chase Tag ist eine Entwicklung aus dem urbanen Hindernislauf, weiß Andreas Wöhle vom deutschen Team. Um hier mitzumachen, muss man natürlich schon mit Hindernissen in Berührung gekommen sein. Das heißt, man muss Bewegungen, Techniken drauf haben. Und wir sind alle Parkourathleten und deswegen perfekt für dieses Spiel. Die Brüder Christian und Damien DeVoe haben Chase Tag 2011 entwickelt. Die Idee kam den Briten, als sie mit ihren Kindern im heimischen Garten Fangen spielten. Wir hatten ein paar Gerüste und experimentierten mit verschiedenen Spielfeldentwürfen. Die haben sich im Laufe der Zeit weiterentwickelt. Den ersten Wettkampf gab es im Dezember 2016 und die Videos davon gingen viral. So fing alles an. Die Wettbewerbe wurden größer und die Athleten immer besser. Und die Community wächst. Allein auf ihrem YouTube-Kanal erzielen die Brüder bis zu 26 Millionen Klicks pro Video bei mehr als 400.000 Abonnenten. Mittlerweile veranstalten sie Turniere auf der ganzen Welt. Um den Europameistertitel in London kämpfen heute 8 Teams. Hi, we're from the UK. España! Bevor es ernst wird, macht sich das deutsche Team mit der Arena vertraut und erkundet mögliche Stolperfallen. Es kann immer wieder was passieren, auch wenn man dann mal schnell den anderen noch fangen will und dann ist die Hand mal da, nicht da, wo sie sein soll und dann liegt sie vielleicht mal unter dem Körper und dann ist da vielleicht ein Bruch oder so. Aber letztes Jahr ging alles gut und dieses Jahr bestimmt auch. Dann ist es soweit. Ashigaru treten im ersten Match gegen das britische Team Breach an. Bereits nach kurzer Zeit führen die Briten. Und trotz eines Sturzes des Gegners können Ashigaru nicht mehr aufholen. Sie scheiden bereits in der Vorrunde aus. Mark Busch vom deutschen Team sieht es gelassen. Wahrscheinlich werden wir einfach nur auf die Straßen gehen und weiter spielen und trainieren und Spaß haben. Und wenn es dann in dem Jahr wieder passiert, dass wir eingeladen werden, dann sind wir halt wieder da. Genauso machen wie vorher, einfach weiter trainieren. Ja, am Ende ist es nur ein Spiel. So, das darf man nicht vergessen. Den Titel holt im Finale dieses Mal Frankreich. Doch was zählt, ist letztendlich der Spaß am Fangenspielen.